Erwin, liebe Kinder Gesa, Brandon, Birke und Ariel, liebe Mutter, liebe Geschwister beiderseits, Peters und Sudermann, liebe Angehörige und Freunde von Schwester Dora Sudermann, liebe Trauergäste, liebe Zuschauer im Livestream. Dora Sudermann wurde nach einem Krebsleiden in die himmlische Heimat abgerufen. Sie ist jetzt bei ihrem Herrn, an dem sie glaubte, den sie liebte und dem sie diente. Dora hat ihr Leben vollendet. Wir und vor allem du, Erwin, mit den Kindern, ihr müsst nun lernen, ohne sie weiterzuleben. Ihr werdet merken, dass sie euch an allen Ecken fehlen wird. Trauer beginnt nicht erst beim Verlust dieses geliebten Menschen. Sie beginnt bereits, wenn ein Mensch und seine Angehörigen wissen, dass die Lebenszeit aufgrund einer fortschreitenden Krebserkrankung begrenzt ist. Ihr dürft eure Trauer zeigen. Und wir trauern mit euch. Wir haben uns hier versammelt, um ihr das letzte Geleit zu geben, um Abschied zu nehmen, aber auch um der betroffenen Familie unsere Anteilnahme zu bekunden. Möge Gottes Trost und Beistand und sein Friede euch begleiten, liebe Familie Sudermann. In 2. Timotheus 4, 7 und 8 lesen wir Folgendes. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Querida Familia, queridos amigos de la señora Dora Sudermann, hermanos y hermanas en Cristo, en este momento de profundo dolor, causada por la muerte de Dora Sudermann, nos reunimos en esta casa de Dios para invocar a su santo nombre. Pedimos a nuestro Padre Celestial que a través de su Espíritu Santo nos guíe de acuerdo a su promesa expresada en la Sagrada Escritura. Por esto quiero leer un texto de 2 Timoteo, capítulo 4, los versículos 7 y 8, que dice: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ich lade ein zum Gebet. Vater im Himmel, wir danken dir für das Leben von Dora. Wir danken dir, dass Dora durch den Glauben an deinen Sohn Jesus Christus in Frieden mit dir, Herr, sterben dürfte. Wir bitten für die Familie, dass du mit deinem Trost und Frieden sie begleiten und stärken möchtest. Amen. Der Chor singt uns das erste Lied. Ich bin Prediger Richard Funk. Die Traueransprache bringt Gemeindeleiter Amandus Reimer und den Gesang leitet Ulrike Kauenhohn an.
apreciado esposo Erwin Suderman, queridos hijos, apreciada familia Peters y Suderman, y amigos, con esto expresamos nuestras condolencias por la tan profunda, por el profundo dolor de la salida de la partida de Dora. Que Dios, el Dios de paz, les dé consuelo y paz en esta hora de despedida, y con su permiso seguiremos ahora en alemán, después habrá un resumen del mensaje en español. Lieber Erwin, liebe Gesa, Brandon, Berke und Ariel, werte Familie Peters und Sudermann, werte Freunde und Angehörige, werte Trauergäste, als Gemeinde sprechen wir euch diese Worte aus Psalm 46, 1 zu, wo es heißt: Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Psalm 46, 1. Liebe Familie, an diesem ewigen Gott hat Dora festgehalten. Bis zum Schluss hielt sie daran fest, an ihrem Glauben an Jesus. In diesem Gott der Bibel setzte sie ihr volles Vertrauen und gab all ihre Zuversicht auf diesen Gott. Und das gab ihr Kraft, um in der ganzen kranken Zeit nicht zu jammern, sondern in Hoffnung zu warten auf Jesus. Und am frühen Samstagmorgen hat Gott Dora, Ehefrau und liebe Mutter, zu sich heimgerufen. Sie ist diesem Ruf gefolgt. Wie gerne wäre sie hier geblieben unter uns. Bis zuletzt hat sie gekämpft und Hoffnung gehalten, dass dieser Gott auch die Krankheit besiegen kann und Heilung geben. Nicht, dass sie nicht bereit wäre. Ja, sie war bereit zum Gehen, aber sie hat euch geliebt. Bei einem der letzten Besuche las ich von der Schau des Johannes aus Offenbarung 22, 1 weiter. Da spricht es vom lebendigen, kristallklaren Wasser, das aus dem Thron Gottes und des Lammes von Jerusalem fließen wird, und von den Bäumen, die den Baum, der mitten auf den Straßen stehen wird, an den Seiten des Stromes, und von dem aus die Frucht monatlich ausgehen wird und die Blätter dienen zur Heilung. Vers 12, es wird keine Nacht geben, denn sie werden weder eine Leuchte noch das Licht der Sonne brauchen, denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten. Und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und Dora freute sich, auf diesen Ort dahin zu kommen, da zu sein bei ihrem Herrn, bei diesem wunderbaren Ort und das zu genießen. Sie strahlte und schluchzte zur selben Zeit. Für diese Abschiedsrede war es euer Wunsch, liebe Familie, dass wir über das Wort Gottes aus Jeremia 33, Vers 3 nachdenken. Und es ist mein Wunsch, dass dieses euch Trost und Hoffnung geben möge. Ich lese Vers 3. Rufe mich an, so will ich dich erhören und will dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nicht weißt. Welch eine wunderbare Verheißung, eine Zusage damals für Jeremia, heute für Gottes Kinder. Als ihr diesen Text mir gegeben habt, der erste Gedanke war: Ja, das passt zu Dora. Ich will kundtun
große und wunderbare, unfassbare Dinge, die noch ungekannt sind. Ja, nun, was sind diese großen, unfassbaren Dinge, die noch unbekannt waren? Darauf komme ich etwas später noch. Der Prophet Jeremia lebte zur Zeit des Alten Testaments, begann 628 vor Christus zu wirken und zu einer Zeit, wo Juda Hungersnot litt, bedroht war, wo Gericht verkündigt wurde, ja, wo Juda in die babylonische Gefangenschaft geführt wurde. Durch ihn, durch diesen Jeremia unternimmt Gott das letzte Mal, wie bei so vielen Propheten, das Volk zur Umkehr zu rufen, Buße zu tun über ihre Sünden und das Gericht damit zu mildern oder abzuweisen, gänzlich abzuweisen. Doch anstatt auf ihn zu hören, wurde er ins Gefängnis gesetzt, in den Block genommen. Er wurde in die Zisterne geworfen. Er wurde hart verfolgt. Einmal stand sein Leben auf der Todesstrafe. Durch seinen Gehorsam Gott gegenüber deckte er immer mehr Sünden auf im Volk Israel und Gott ließ auf sich warten. Jeremia betete. Er setzte seine ganze Hoffnung auf Gott. Aber er musste warten. Und einzig auf diesen Gott kann Israel hoffen, bezeugte er, um nicht zerstreut zu werden und ins Gericht zu gehen, verkündigte er treu. Jeremia 17, Vers 14 heißt es dann, sie hatten den Herrn verlassen, also die Quelle des lebendigen Wassers. Gott ließ Jeremia gegenüber auf sich warten. Die Spannung in dieser Wartezeit, wird Gott bald eingreifen oder wie lange müssen wir noch warten? Wie wird Gott entscheiden? Oder wird die Gnade Gottes und die Geduld Gottes noch lange mit seinem Volk sein? Und wird er noch lange warten müssen, schien Jeremia zu zermürben innerlich. Das Volk machte sich über ihn lustig, ja, sie fragten, wo ist denn das Wort Gottes? Wann erfüllt sich das dann? Das Gericht Gottes kam nicht. Alles ging so weiter. Und Jeremia betet, denn nur in Gott ist Halt. Heile mich, Herr, so werde ich heil. Hilfst du mir? So ist mir wahrhaftig geholfen, nach Jeremia 17, 14. Wir wissen nicht, woran Jeremia litt. Und liebe Familie Sudermann, ihr habt viel für Dora gebetet. Viele haben für Dora gebetet. Das Kollegio hat gebetet. Wir als Gemeinde und Freunde haben gebetet. Auf Doras Wunsch hin haben wir nach Jakobus 5 Dora gesalbt und Hände aufgelegt und für sie um Heilung, um Genesung gebeten. Aber immer, dass Gottes Wille geschehe. Der Prophet Jeremia verstand die Dinge nicht mehr. Er kam ins Zweifeln. Er hatte schwere Kämpfe. Und er bittet Gott um eine Antwort. Und Gott ließ sich erbitten. Er antwortete. Und damit komme ich zu unserem Vers. Die Antwort Gottes auf Jeremia. Rufe mich an. So will ich dir antworten und will dir kundtun große Dinge, von denen du nichts weißt. Um diese Worte besser einzuordnen, lese ich Jeremia 33 von 1 weiter. Und das Herrn Wort geschah zu Jeremia zum zweiten Mal, als er noch im Wachhof gefangen war. So spricht der Herr, der alles macht, schafft und ausrichtet. Herr ist sein Name. Rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels,
von den Häusern der Stadt und von den Häusern der Könige Judas, die abgebrochen wurden, um Bollwerke zu machen zur Abwehr. Das heißt, das Gericht Gottes trifft jetzt ein. Die Häuser, also Gott nutzte das babylonische Volk dazu und die Häuser, die sie gebaut hatten am Rand, die Materialien, die Häuser wurden abgebrochen, die Materialien wurden gebraucht, um die Mauer zu festigen. Innerhalb der Mauern wurde gearbeitet, ja, anders als Gott es wollte. Die ganze Situation war total hoffnungslos. Israel hungerte. In dieser Zeit passt auch diese drei Kapitel oder vier Kapitel von 30 bis 33, das so bekannte Trostbuch Jeremias. Das ist der Kontext. Und so zum Beispiel soll Jeremia nach Kapitel 32, Vers 7 Land kaufen. Gott fordert ihn auf, er ist im Gefängnis, die Babylonier haben Jerusalem umzingelt, alle Städte um Jerusalem herum, Anatot ist eine Stadt und in Anatot soll er Land kaufen. Und die Menschen denken, der ist dumm, weil es wird noch, wir werden verschleppt werden. Und Jeremia wägt Silberlinge ab und bezahlt das Land im vollen Preis. Und das ist sicher Staatsthema gewesen. Aber die Botschaft hinter diesem ist, wenn Israel, wenn Juda in die babylonische Gefangenschaft weggeführt werden wird, es wird eine Zeit kommen. Jeremia wird das nicht so sehen, aber er sah diese Schau. Es wird eine Zeit kommen, wo Jerusalem und alles herum wieder aufgebaut werden wird, wo Land wieder Wert haben wird, wo wieder gepflanzt werden wird. Und diese Verheißung hat Jeremia, weil Gott wirkt. Und teilweise ist es in Erfüllung gegangen, die zweite Ebene, der zweite Horizont geht vor unseren Augen in Erfüllung. Israel wird immer mehr besiedelt. Und wir warten noch auf diese großen Dinge, die in Erfüllung gehen werden. Jeremia 33, Vers 6 ist dann die Antwort, was sind diese großen Dinge? Siehe, ich will sie heilen und gesund machen und will ihnen dauernden Frieden gewähren. Denn ich will das Geschick Judas und das Geschick Israels wenden und will sie bauen wie am Anfang. Und will sie reinigen von aller Missetat, damit sie wieder mich gesündigt haben. Und will ihnen vergeben alle Missetaten, womit sie wieder mich gesündigt und gefrevelt haben. Und liebe Trauerfamilie, dieser Text passt zu Dora. Als wir 2021 einen Kurs mit Fermin González von Evangelismo Explosivo hier hatten, hinten in der Küche, der fast eine Woche dauerte, dann war Dora mit vollem Blut dabei. Sie war so begeistert, Instrumente in die Hand zu kriegen, um andere zu Jesus zu führen, um anderen das Evangelium weiterzugeben. Ihr Herz schlug sehnsüchtig und besonders für Kinder. Daraufhin initiierte sie 2022 dann Ora Feliz. Sie gründete die Gruppe und es begann eine Gruppe im Nukleo A mit den Kindern zu arbeiten und Kinder zu Jesus zu bringen. Einige Bilder davon haben wir vorhin gesehen. Und sie schob dieses Projekt, organisierte alles, die ganze Gruppe und leitete das an, solange ihr gesundheitlicher Zustand es zuließ. Sie wollte sehen, was der Herr für unfassbare Dinge tun würde. Wie Kinder, die Menschen, Erwachsene, alle zu Gott finden würden. Und genau das ist Jeremia verheißen. Doch er sah das nicht in seinem Leben so. Und will sie reinigen von aller Missetat, womit sie wieder mich gesündigt haben und will ihnen vergeben alle Missetaten. Gnade, Sündenvergebung durch die große Gnade Gottes erfahren und in die Beziehung
mit diesem Gott treten. Das war ihr wichtig. Das sind die großen Taten Gottes, die er offenbart. Die großen Dinge, wovon Jeremia spricht. Wenn Menschen Buße tun, wenn sie umkehren zu Gott, wenn sie Vergebung erlangen und damit auch den Zugang für die Ewigkeit bei Gott haben. Und das ist etwas Wunderbares. Dora durfte erleben, wie Kinder sich freuten und wie sie das Evangelium hörten. Wie sie zu Ora Feliz kamen, wie sie Snacks aßen, wie sie spielten. Sie genoss das mit der ganzen Gruppe zusammen und das war wunderbar. Der große Prophet und Psalmist Mose fordert im Psalm 90 auf, wir wollen lernen, dass wir nicht immer hier sein werden, dass wir gehen müssen, dass es hier irgendwann ein zu Ende hat, auf dass wir klug werden. Und das heißt, klug werden heißt, sich für Jesus entscheiden, für die Ewigkeit. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Liebe Familie Sudermann, wie schön sagtet ihr bei der Planung, wo unsere Mutter ist, da wollen wir auch alle hin. Da wollen wir auch sein. Es ist ja tief traurig, wenn eine junge Mutter von 4 Kindern stirbt, krank wird und gehen muss. Und sie war so vielseitig bekannt und begabt, vielseitig aktiv. Gott hat sie großartig gebraucht als sein Instrument. Warum er sie jetzt schon rief, verstehen wir nicht. Das überlassen wir Gott. Wir flüchten zu ihm, zu diesem Zufluchtsort. Und nun, liebe Familie, es ist schon im Übrigen zu sagen, dass Dora euch sehr, sehr fehlen wird. Gott ist unsere Zuversicht und unsere Stärke. Und daran wollen wir festhalten. Und dieser Gott sandte den Heiligen Geist auf Erden. Den Heiligen Geist, den Jesus verheißen hatte. Und dieser Heilige Geist, der heißt Tröster. Und das ist unser Wunsch, dass dieser Geist Gottes euch beisteht und tröstet. Dieser Tröster ist der Heilige Gott, der, in dem wir uns bergen wollen, in dem wir Zuflucht suchen, und möge er euch trösten. Und weiter habt ihr eine Gemeinde, die hinter euch steht, die diesem Weg mit euch geht. Ihr seid nicht alleine. Ihr habt viele Freunde, große Familien. Die Gemeinde steht hinter euch. Gott ist bei euch. Und Gottes Gemeinde, wir gehen zusammen diesen Weg des Schmerzens. Wir beten. Vater im Himmel, wir danken für Jesus Christus. Und dass er der Weg zu dir ist und dass wir durch diesen Weg zu dir kommen. Und nun ist Dora uns vorangegangen. Sie ist in deiner Gegenwart und er freut sich daran. Doch dieses Abscheiden von hier hat große Lücken und viel Schmerz hinterlassen. Herr Jesus, bewahre diese Familie davor, dass sie Schlimmeres erleben müssen. Bewahre sie vor bösen Kommentaren oder unbedachte Worte. Vater im Himmel, geh mit ihnen und sei du ihr Zufluchtsort und tröste sie durch deinen Heiligen Geist. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.
In Psalmos 46, 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Querida familia, esposo, hijos, Dora se aferró a este Dios hasta el final. Ella puso toda su confianza en Él y a través de esta relación tenía la fuerza para luchar hasta el final. El sábado a la madrugada, Dios llamó a Dora Sudermann al cielo. Ella siguió este llamado. Le hubiera gustado permanecer con ustedes aquí. Luchó hasta el final y mantuvo la esperanza de que Dios le podía sanar. Querida familia, ella les amaba. En una de las últimas visitas le hablé de la visión de San Juan en el Apocalipsis 22:1 en adelante, donde dice, donde habla de la agua viva, clara como cristalina, que salió del trono y del árbol, que dará frutos cada mes, donde las hojas son para sanidad. Y dice en versículo 5, no habrá noche, ni necesitarán lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos. Y Dora estaba ansiosa por encontrarse con su Señor, con este Jesús, y estar con Dios en este lugar maravilloso. Ella sonrió y sollozó al mismo tiempo. Para este mensaje de despedida fue el deseo de la familia que hablemos de la palabra de Dios, Jeremías 33:3, donde dice: llámame y te responderé y te mostraré cosas grandes e incomprensibles de las cuales no sabes nada. Qué maravillosa promesa de nuestro Dios a sus hijos. Sí, bueno, ¿qué son esas cosas grandes y maravillosas? Llegaré más tarde a explicar esto. Jeremías vivió en el tiempo 628 antes de Cristo, en el tiempo donde Babilonia, el reino babilónico, vino y tomó los alrededores de Jerusalén, y él vivió también este tiempo cuando Jerusalén fue saqueado y llevado en cautividad hacia Babilonia. Jeremías predicó fielmente la palabra de Dios y confió en este Dios. El tiempo pasó, el ejército babilónico había tomado toda la periferia, las ciudades alrededor de Jerusalén. Jerusalén mismo todavía no fue tomado. Y en este tiempo, Jeremías oró y luchó, esperó en Dios. Él oró. Y esta familia ha orado mucho por su mamá también, por Dora. La iglesia ha orado por ella. De parte del liderazgo de la iglesia hemos orado. Siempre que la voluntad de Dios sea cumplida aquí en la tierra. Dios le responde a Jeremías en este tiempo de espera, cuando él esperaba, y dice en versículo 3, llámame y te responderé y mostraré cosas grandes e incomprensibles de las cuales tú todavía no sabes nada. En versículo 4 y 5, entonces viene el juicio. Versículo 6, y ahí empieza a mostrar estas cosas grandes y hermosas. Versículo 6 dice, Jeremías 33:6,
He aquí que yo les traeré sanidad. Sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y querida familia, este mensaje habla del corazón de Dora. Cuando hace algunos años realizamos cursos y capacitaciones de evangelismo explosivo con Fermín González, ella estaba en esos cursos y estaba muy emocionada para obtener instrumentos y saber entender cómo compartir el evangelio, y su corazón latía especialmente por los niños. Luego de esto, inició en conjunto con esta iglesia, fue iniciativa de ella en la zona del núcleo A, una hora feliz. Ella organizó todo y lo lideró hasta que la fuerza le posibilitó esto. Ella empujó todo este proyecto exactamente como lo que había prometido Dios a Jeremías. Ella quiso ver esto, lo que dice: y los limpiaré de toda iniquidad con que pecaron contra mí, y les perdonaré todas sus iniquidades. Estas son las cosas grandes e increíbles, las cosas gloriosas de las que habla Jeremías. Cuando las personas se arrepientan y confiesan sus pecados, y llegan con su corazón sincero hacia Dios y piden perdón, y Dios y ellos se reconcilian y entran en la relación con Dios. Estos son cosas, son valores eternos. Dora pudo ver esto como los niños disfrutaban escuchar del evangelio liberador en la hora feliz, del mensaje, de la comida. Ellos disfrutaban el jugar, la estadía con ellos. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Juan 14:6. Y querida familia Sudermann, qué lindo lo expresaron cuando planificamos este evento de despedida, esta ceremonia de despedida, cuando dijeron: ahí donde está nuestra mamá, ahí queremos estar un día todos. Es muy triste cuando una mamá de 4 hijos se enferma y se muere. Pero Dios es nuestra confianza y nuestra fortaleza, según Salmos 46:1. Y en este Dios, y este Dios envió al Espíritu Santo, y este Espíritu Santo se llama Consolador. Pues esto es su encargo, de consolar a sus hijos y estar con los hijos, acompañarles y estar presente, para que no estén solos. Y además a esto, la comunidad de fe, la iglesia, está con ustedes y caminaremos juntos este camino con ustedes. No están solos. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por lo que fue la vida de Dora. Gracias que ella indicó el camino hacia ti y que su corazón latía por evangelizar esas buenas nuevas. Gracias por su ejemplo, Señor.
Y ahora pedimos que tú estés con tu consuelo con esta familia. Rogamos por tu presencia cada día en su hogar, en su casa y donde están, en el trabajo. Padre Celestial, cuídales. En el nombre de Jesús, amén y amén. Wir wollen das Lied Mittelpunkt singen, haben das oft in dieser Gemeinde gesungen. Gott ist auch heute der Mittelpunkt und danach wollen wir das Lied Ewigkeit singen. Ihr dürft dazu sitzen bleiben oder stehen, so wie es euch passt, um euch gegenseitig zu stärken und Gott zu verherrlichen. Strahlt dein Licht, du bist ewig.
mich nach einem Ort. Alles Leid ein Ende hat. Denn was ich mit den Augen sehe, kann meine Seele nicht verstehen. Wir hören nun das Lebensverzeichnis, vorgetragen von der Schwester Ruthi Bergen.
Lebensverzeichnis von Dora Peterste-Sudermann. Dora wurde ihren Eltern Andreas und Maria Peters am 12. Januar 1977 in der Kolonie Sommerfeld geboren. Sie war die zweitälteste Tochter von 8 Geschwistern. Ein Teil ihrer Kindheit verbrachte sie in der Kolonie Sommerfeld und im Jahre 1988 ist sie dann mit ihren Eltern und Geschwistern nach Loma Plata gezogen, wo sie dann die Schule besucht hat. Etwas später, im Jahr 1995, hat sie sich taufen lassen. Inzwischen lernte sie Erwin Sudermann kennen, dem sie später am 26. Juli 1997 geheiratet hat. Dora schloss das Colegio ab und studierte später in Asunción als Sekretärin. Sie hat die Zeit in Asunción sehr genossen, besonders mit ihren Freundinnen. Nachdem sie ihr Studium abgeschlossen hatte, kam sie zurück nach Loma Plata und hat bei der mutualen Altersvorsorge und später beim Oberschulzen als Sekretärin gearbeitet. Als sie 28 Jahre alt war, kam die Zeit, eine Familie zu gründen. Erwin und Dora wurden mit 4 gesunden Kindern gesegnet. Sie hat viel Zeit mit den Kindern verbracht, denn Familie lag ihr am Herzen. Auch fehlte niemals die Zeit, um Geistliches zu fördern. Sie hat mit ganzem Herzen in der Gemeinde mitgeholfen und Kurse angeleitet, wie zum Beispiel die Mädchenkurse, Kinderbibellager, Gute Start und Ora Feliz. Sie liebte es auch, anderen Menschen in den Dienst mit einzubeziehen. Dora hat sich auch besonders für neue Sportarten beim MSV eingesetzt und hat einige Sportgruppen mit Hilfe anderer Personen gegründet. Sie selbst hat im Handballteam mitgespielt und hat immer vom intensiven Sportunterricht gesprochen und wie gut es ihr tat, mit anderen Frauen für verschiedene Handballturniere zu trainieren. Weitere Hobbys von ihr waren Basteln, bei verschiedenen Events zu dekorieren und Ukulele zu spielen. Reisen und kleine Ausflüge waren ihr von großer Bedeutung, denn dieses hieß, Zeit mit der Familie zu verbringen und Neues kennenzulernen. Auch in der Primar- und Sekundarschule war sie oft im Elternbeirat und an anderen Aktivitäten beteiligt. Außerdem war Dora eine Person, die andere Personen höher achtete wie sich selber. Am Frühstückstisch war sie die Erste, die gute Laune verbreitete, die an alle Programme dachte, damit ihre Kinder es nicht vergaßen, die immer mit einem besonderen Optimismus an schwierigen Dingen dranging, die immer zum Vergeben und Trösten bereit war und die Personen in ihrem Umfeld motiviert hat, nicht aufzugeben, sondern weiterzumachen. Sie war ein echtes und bewundernswertes Vorbild, das einem selber dazu brachte, über seinen Lebenswandel nachzudenken und sein Leben für Christus zu geben. Ihr Herz gehörte dem Schöpfer und diente ihm mit ganzer Hingabe. Auch in letzter Zeit, wo sie krank war, hat sie nicht aufgehört, an Wunder zu glauben und war dankbar für alle Gebete. Sie hat sie sehr viel geschätzt. Wir als Familie danken für all die Gebete, die uns als Familie in der schweren Zeit getragen haben und auch weitertragen werden. Auch sagen wir von Herzen Dankeschön an das Krankenhauspersonal, das sich für Dora voll eingesetzt hat. Auch gilt der Gemeinde, den Familien beiderseits, unseren Freunden und Bekannten ein herzliches Dankeschön. Gott vergelte es euch. Danke. Wir geben Raum für freie Beiträge.
Es haben sich zwei gemeldet und falls noch jemand etwas mitteilen, der Familie mitteilen möchte, anschließend ist dann die Gelegenheit. Gemeldet haben sich Helly und Amanda. Bitte schön. Ja, ich bin die Freundin von Dora und möchte hier einen kleinen Beitrag geben. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie von ganzer Hingabe. Denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm, Christus, dem Herrn. Kolosser 3, Verse 23 und 24. Als ich wie gewöhnlich an einem Mittwochvormittag vor ein paar Wochen bei Dora saß, sprach sie eine fast volle Stunde über Begräbnis. Ich war total baff, wusste gar nicht, was ich sagen sollte und hörte schweigend zu. Wie so oft saß ich da und hörte zu, einfach weil mir die Worte fehlten. Heute, Dora, hoffe ich, dass ich ein Stückchen von dem, was du mir erzählt hast, verwirklichen kann und deinen Andenken ehren kann. Ende 2002, als wir das erste Mal die Elim-Gemeinde besuchten, kam eine strahlende Frau mit vier Kindern und Mann in unsere Bank gerutscht. Hallo, welcome hier. Ich hoffe, die Freude hier wie uns Säuer geht. Nach den ersten paar Liedern zwinkerte sie mir zu und sagte, wie uns sing wie Emma Fehl, hoffentlich gleich singen. Sofort hatte Dora einen Teil meines Herzens erobert. Keine Müdigkeit, Sorge oder irgendwelche negative Gedanken oder Worte fand man bei ihr. Im Gegenteil, sie strahlte solchen Frieden, Freude und Nächstenliebe aus. Wir wurden bald sehr gute Freundinnen. Über das Jahrzehnte sind Dora und ich durch viele verschiedene Lebenssituationen gegangen, durch Höhen und Tiefen, und unsere Freundschaft wurde immer schöner. Dora war eine vielfältige Person, Ehefrau, Mama, Kindergärtnerin, Organisatorin, Sportlerin, Missionarin, Dekorationsteam und so weiter. Trotz all diesen Tätigkeiten hatte Dora Zeit für ihren Nächsten. Sie war immer ansprechbar, freundlich, voller Liebe und hilfsbereit. Es machte keinen Unterschied, ob wir nah zusammen wohnten oder in verschiedenen Ländern. Dann gab es einfach Online-Terere und unsere Liebe und Beziehung zueinander wuchs. Als wir dann vor 2 Jahren zurückkamen, haben wir uns so gefreut, wieder in Person Zeit miteinander verbringen zu können. Unsere Gespräche waren meistens auf Geistlichem beruht, aber sie erzählte auch immer wieder von ihrer Krankheit und die Wunder und persönlichen Erfahrungen, die sie schon mit Jesus hatte. Sie hatte Jesus da so hautnah erfahren und beschrieb froh ihre wunderschöne Zeit mit ihm. Sie hatte die Zeit genutzt, um für sie, ihre Familie, ihre Freunde und die Ärzte und deren Familien zu beten. Sie kam seelisch gestärkt zurück von Asunción. Für Dora war die persönliche Beziehung zu Jesus sehr wichtig. Sie sprach davon, wie man in guten Zeiten einen festen Glauben an Gott entwickelt, damit, wenn der Sturm kommt, das Haus auf festem Fels gebaut ist. Ihr Herz brannte für die Mission, Kinder, Teens, Jugendliche und den Gemeindebau. Immer wieder erwähnte Dora auch ihre tiefe Sehnsucht für eine geistliche Erweckung in unserer Gesellschaft. Sie wünschte sich, dass mehr Leute eine persönliche Beziehung mit Jesus eingingen, dass Leute ihren Glauben im Alltag ausleben. Sie hatte so klare Vorstellungen und Träume und wollte so gern Jesu Reich hier auf Erden bauen. Keine Mühe war ihr zu viel. Tatkräftig hat sie sich in den gesunden Jahren dafür eingesetzt, ihre Gaben voll den Herrn geweint und voller Freude die Arbeit angepackt. Die Arbeit mit Ora Feliz und die Dekoration machte ihr großen Spaß und sie machte es voller Hingabe. Im letzten Jahr, als sie viel krank war, hat sie immer wieder Einladungen für verschiedene Gemeindeanlässe verschickt. Sie tat, was sie konnte, um Leute zu Jesus zu gewinnen. Das Leiden und Sterben von Dora hat mir genauso viel gelehrt wie das Leben in den Jahren zuvor. Immer wieder sagte oder schrieb sie, Gott ist so gut zu mir. 5 O's. Er liebt mich von Herzen. Er will nur mein Bestes. Diese Wahrheit bezeugte sie auch immer wieder in unseren Gesprächen.
Gott ist gut. Er sieht uns. Er liebt uns. Er trägt uns. Wir dürfen uns darüber freuen. Aber manchmal dürfen wir auch einfach zusammen weinen. Dann richtete sie sich wieder auf und kämpfte weiter. Jesus bereitete ihr einen Tisch im Angesicht ihrer Feinde. Sie gab den geistlichen Feinden sowie Angst, Sorge, Zweifel, Selbstmitleid keinen Raum. Wenn diese kamen, richtete sie ihre Augen fest auf ihren Tischpartner Jesus. Mit ihm führte sie Gespräche über ihre Lage. Sie hat es nicht zugelassen, dass Negatives ihr die Freude nahm. Im Gegenteil, die Freude am Herrn war ihre Stärke. Sie richtete ihren Blick voll auf Jesus und seine Verheißungen und schrieb ganz viele Bibelverse auf und klebte diese an den Wänden in ihrer Küche, Wohnzimmer, Eingangstür, Bad, wo immer. Es ist voll. Das Wort Gottes wurde somit das Schwert, womit sie Satan bekämpfte. Dora wollte so gerne leben, sie wollte für ihre Familie da sein, aber auch da setzte sie ihren persönlichen Wunsch zurück und richtete sich voll auf Jesus. Ihre letzten Worte an mir lauteten: Die Kinder, bitte erinnere sie immer wieder daran, sich auf Jesus zu richten, dass sie eine feste Beziehung zu ihm haben, dass Jesus ihr bester Freund ist. Erwin und Familie, ihr wart Dora eine wunderbare Begleitung. Auch im Tale des Todes hat euer Glauben hell geleuchtet und trotz des schweren Weges habt ihr Frieden gefunden. Ich danke euch, dass ich Dora begleiten durfte. Ihr Leben und ihr Sterben ist mir zum Segen. Auf Wiedersehen, liebe Dora. Danke. Die nächste Gruppe, die sich gemeldet hat, bitte. Wir als Doras Handballgruppe trauern tief mit euch mit. Es ist kaum zu glauben, dass ein so lebensbejahender, froher Mensch mitten aus diesem Leben gerissen wird. Im Jahr 2017 kamen Dora und eine andere Frau bei einem Gespräch auf Handball zu sprechen. Beide Frauen hatten damals den Wunsch, in einer Handballgruppe zu spielen, wo Frauen bzw. Mütter ihres Alters mitmachen. Da es aber keine Gruppe in Lomopata gab, waren beide sich einig, selber etwas dazu tun zu müssen. So entstand Anfang 2018 die erste Frauenhandballgruppe in Lomopata, wo Dora stark mitorganisiert hat, solange sie es konnte. Damals sagte sie: Für mich geht ein Mädchentraum in Erfüllung. Schon immer wollte ich das Handballspielen lernen. Die Vision bei den Frauen war es damals, eine Gruppe von Müttern zusammenzukriegen, die sonst nicht die Gelegenheit hatten, in einem Teamsport mitzuspielen, wo die Kinder mitgebracht werden durften und etwas Abwechslung in den Hausfrauenalltag zu kriegen. Es gab Zeiten, da stellte es sich als schwierig heraus, genügend Mütter zusammenzukriegen. Doras Motto war immer: Niemals aufgeben. Dafür setzte sie sich stark ein und die Gruppe besteht bis heute. Wir sind in den letzten 2 Jahren eng zusammengewachsen, haben manch schwere Situationen durchstanden. Als wir über den Namen unserer Gruppe nachdachten, einigten wir uns auf All for One, was bedeutet alle für einen. Manchmal haben wir an den Namen gezweifelt. Da war das Dora, die nicht an die Bedeutung des Namens zweifelte. So einfach wechselt man nicht seinen Namen, war ihre Antwort. Heute sind wir uns einig, dass dieser Name alle für eine kein Zufall war und ist. Für Dora war immer klar, wenn eine vom Equipo durch Schwierigkeiten geht, dann beten wir gemeinsam und helfen uns gegenseitig. Inzwischen sind wir nicht nur Compañeras de Equipo, sondern Herzensfreundinnen und gegenseitige Unterstützer geworden.
Im Oktober letzten Jahres hat Dora mit viel Hingabe das erste Handballturnier in Lommerplatte organisiert. Es war dieses das letzte, was sie mit uns gemeinsam als Gruppe gemacht hat. Die positive Energie und den guten Samen, den Dora in unserer Gruppe hinterlassen hat, wird unvergessen bleiben und noch lange später Frucht bringen. Dora, wir werden dich vermissen und deinen Andenken ehren. Liebe Emmy, unsere Kapitänin, unsere Herzen weinen mit dir. Wir wollen mit dir gemeinsam kämpfen. Liebe Mama von Dora, du bist so oft bei unseren Spielen dabei gewesen, das ist uns nicht entgangen. Deine Mädchen brachten dich fast immer mit, das hat uns sehr gefreut. Du hast in Dora viel Gutes gepflanzt, das hat sie nicht für sich behalten, davon hat sie stets an andere weitergegeben. Wir wünschen der ganzen Familie Peters und Sudermann Gottes tröstende Gegenwart, seinen tiefen Frieden. Gott segne euch. All for one Gruppe. Möchte noch jemand der Familie etwas mitteilen? Ja, ich werde um Entschuldigung, wenn ich mich heute vielleicht so melde, weil sie bei der Boy und die Familie waren in der Früh das erste und irgendwie eine Schwimmerdamm. Also wir sind am Sommerfeld. Ich dachte so, ich würde ein Klimawort hier mitteilen, wenn das wird mit eins ungefähr worden. Ich habe ein kleines bisschen was gesagt. Ich habe so gecheckt, wenn ich ein bisschen über die erste Partei, das erste Kapitel, würde ein bisschen davon reden, Worte davon geschrieben, von Vers 3, was ich nehme, so ein bisschen den Durchschnitt nehmen, was ich da sage, dass ich alle Gott lobe, für seine große Barmherzigkeit, dort hei uns auf, war er geboren, zu einem Leben gehoben. Das ist, was ich zu denken, was diese Familie Peters, die ganze Familie, das ist die Sudermann-Familie, alle auch war rechtlich hervorgehoben in dieser letzten Zeit. Also das sagt ja, dass wir eine Hoffnung haben zu einer Auferstehung. Was Jesus Christus selbst erst erhielt. Wie weit ans Heiland? Der ist in diese Welt gekommen und er hat so sehr viel muss leiden und dort hat er bloß den Anzeigen sind. Und er ist abgestorben und er ist dort nun im Himmel. Und er hat uns versprochen, dass wir alle gerne durchkommen, dass wir an angreifen. Das haben wir hier nun in dieser Aufgang. So war er holen sie hier, wo wir hoffen, dass wir für er, für die ganze Familie, dass das, was wir alle wünschen, dass wir alle über einen Dach und so vor der Trafe. Und ich habe hier ein Gedicht, wo ich so denke, wo zu ganz schön redet hat von dieser Dora, was man selbst wird selbst sei. Das Gedicht sei so, zur Heimat da drüben zieht mich aus der Welt. Die Heimat da drüben allein mir gefällt. Nichts stört hier mein Sehnen, mein Herz bleibt leer. Dort ewig zu wohnen, ist, was ich begehre. Was beugst du dich nieder, o Seele in mir? Was suchst du vergebens, die Ruhe all hier? Es brausen die Fluten der Trübsal daher. Es schwankt mein Schäflein auf taubendem Meer. Dort rinnt keine Träne, dort wird es nie nach. Dort leuchten die Sterne in all ihrer Pracht. Doch was da vor allem mein Auge entzückt, ist, dass es da ewig den Herrn erblickt. Leb wohl, denn du Erde, ich bin nur ein Gast. Behalt deine Freude, behalt deine Last. Es sind deine Berge und Täler zwar schön, doch nicht zu vergleichen den himmlischen Heim. Mach Gott und sehen. Danke. Noch einer?
Wenn nicht, dann wird der Chor uns jetzt das nächste Lied singen und danach machen wir die Leichenschau. Bitte schön. Hier abschließend drinnen. Ich lade herzlich ein, auch zum Friedhof Familie Sudermann zu begleiten und auch dort bei der Beerdigung behilflich zu sein. Dort wird uns Gemeindeleiter Amandus Reimer dann anleiten. Wir wollen nun zur Leichenschau übergehen. Der Chor geht zuerst, dann kommen die von draußen und aus dem Esssaal hier zu dieser Tür im Norden herein und gehen an beiden Seiten vorbei. Dann gebe ich nachher weitere Anweisungen. Thank you.
Die Familie bittet darum, dass die Beileidbekundungen für später gelassen werden. Mit eurer Präsenz habt ihr schon die Anteilnahme gezeigt. Bitte. Dann bitte ich, dass diese beiden Gruppen, noch eine Gruppe ist da draußen.
sprechen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. An diesem Herrn glaubte Dora bis zuletzt. Und liebe Trauerfamilie, darum ist heute ein hoffnungsvoller Tag, ein Tag auch der Freude, wo wir den Eingang Doras im Himmel feiern. Ein Tag, wo die Engel sich freuen. Liebe Familie, es gibt uns eben auch Hoffnung, dieses zu wissen, dass sie da ist, wo sie hin wollte, wofür sie lebte. Und dennoch schmerzt es. Den Schmerz, den werden wir erst Wochen oder Monate später realisieren, der wird schlimmer werden. Und da wünschen wir euch viel Kraft. Als Gemeinde wollen wir weiter für euch beten und hinter euch stehen und euch unterstützen. Wir beten. Gott, Vater, wir sind dir so dankbar für diesen Weg Jesus Christus, der uns in die direkte Gegenwart zu dir führt, dass wir die Beziehung mit dir haben dürfen und bei dir sein in alle Ewigkeit. Danke, dass wir Dora als Geschenk so lange haben durften. Nun beten wir für Erwin, für die Kinder, für Gesa, Brandon, Birke und Ariel. Wir beten um Kraft und Trost. Darum, dass du sie beistehst, dass du als Tröster sie umgibst, sei mit ihnen, jeden Tag. In Jesu Namen. Amen. Die Familie wird sich verabschieden und dann wird der Sarg in die Erde gesetzt werden.
Thank you.
Namen der Familie Sudermann danken wir für eure Anteilnahme. Und wir schließen diese Abschiedsfeier hier mit einem Gebet ab. Vater im Himmel, danke, dass wir Dora an dich abgeben dürfen. Und wir bitten darum, dass du auch die emotionalen Bindungen löst, dass die Familie Dora loslassen kann und dass du in diesem Heilungsprozess hilfst, dass du trägst. Vater, dass du tröstest durch deinen Geist und stelle ihnen Menschen zur Seite, die mit ihnen intensiv diesen Weg gehen. Vater, und bewahre uns jetzt, wenn wir nach Hause gehen, segne jedem Einzelnen. In Jesu Namen. Amen.